Ja, hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um den iRobot Roomba 980 und darum, wie sehr der Roboter tatsächlich vom Nutzer abhängig ist, was die Navigation und die Reinigungsleistung betrifft. Was meine ich damit? Der Nutzer kann durch die Positionierung der Ladestation tatsächlich das Verhalten des Roboters sehr stark beeinflussen. Und das Ganze liegt daran, dass der Roomba 980 keine permanente Karte eurer Wohnung speichert, sondern er erstellt die Karte jedes Mal neu, wenn er startet, und verwirft diese am Ende eben entsprechend auch wieder. Das heißt, beim Start ist er im Prinzip in Anführungszeichen erstmal dumm. Und wir sehen jetzt hier, das ist meine Testnische, wo alle Roboter starten, und da steht jetzt meine Ladestation sehr weit links. Und dieser Aufbau führt dazu, dass der Roboter hier in mein Testareal mit vertikalen Linien startet, was natürlich das Reinigungsergebnis beeinflusst. Wir haben ja schon am Beispiel des D90 gesehen, dass man Navigation und Reinigungsleistung quasi nicht trennen sollte, weil beim D9 hatte die Art der Navigation, eben dieses schnelle Fahren, einen erheblichen Einfluss auf die Reinigungsleistung des Roboters. Und das sehen wir hier jetzt beim iRobot 980 auch. Hier steht jetzt die Ladestation etwas mittiger, und dieser kleine Versatz führt schon dazu, dass der Roboter hier jetzt mit horizontalen Linien in mein Testareal startet. Aber er startet hier auch sehr weit oben in den Raum. Das heißt, der Raum wird im Prinzip hier nicht optimal getroffen. Stelle ich die Ladestation jetzt noch ein bisschen weiter nach rechts, dann wird der Raum mittig getroffen, was auch im Endeffekt zu einem besseren Reinigungsergebnis führt in meinem Testareal, da der Roboter den Raum einfach besser abfangen kann. Hier jetzt einmal das Extrembeispiel: Der Roboter wurde schräg gestartet und der behält eben dieses schräge Fahrverhalten bei, weil er, wie gesagt, das Layout eurer Wohnung nicht kennt und dann erstmal eben immer noch in parallelen Linien saugt, aber die halt eben in Relation zum Layout schräg sind, was halt tatsächlich dann im Endeffekt auch zu einem schlechteren Reinigungsergebnis führt. Und wir sehen das jetzt hier einmal im Schnelldurchlauf. Das hier ist jetzt quasi die optimale Einfahrt in den Raum, und da saugt der Roboter in diesem Testaufbau quasi schon beim ersten Durchlauf 100% auf. Und wir sehen gleich im Anschluss einen Screenshot von einem anderen Aufbau. Da ist aber in der Mitte das Schmutzfeld ähnlich gewesen. Und da hat der Roboter tatsächlich dann Reste übrig gelassen. Die sind dann rot markiert, die jetzt für diesen Vergleich relevant sind. Hier unten rechts halt. Das hat er dann übergelassen, weil er etwas schräger in den Raum reingefahren ist. Aber auch Dinge wie zum Beispiel die Kantenreinigung, die sind tatsächlich auch abhängig davon, ja, wie gut der Roboter in die Reinigungsfläche fährt. Und ja, ich finde, das Ganze sollte man, wenn man dann auch quasi so ein paar Testvideos zu solchen Robotern macht, dann auch mal darlegen, weil man eben auch eben als Tester oder auch als Nutzer dann im Endeffekt starken Einfluss nehmen kann bei manchen Robotern, wie gut die denn reinigen. Und gerade jetzt hier für schon Besitzer des iRobots 980 kann es dann tatsächlich lohnenswert sein, sich mal genau anzuschauen, wie reinigt man Roboter eigentlich gerade meine Wohnung? Wie sieht sein Farbpattern aus? Und ich sollte zum Beispiel auch darauf achten, dass ich die Ladestation möglichst gerade stelle und möglichst vielleicht auch befestige, weil der Roboter tendiert ja auch mal dazu, die Ladestation zu verschieben. Und wenn ich dann mit einem schrägen ja, Start beginne, habe ich im Endeffekt ein schlechteres Reinigungsbild in meiner Wohnung. Ja, also das war mal kurz zu diesem Roboter und generell Navigation und Saugleistung und wie man das beeinflussen kann. Den Roomba 980 werde ich dann demnächst in einem kompletten Testvideo vorstellen. Und ja, das war's fürs Erste. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.